Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder mal Samstag. Zeit für Steins Gate. Wer ist denn schon alles da von euch? Wer kann es kaum erwarten, hier das tolle Spiel zu sehen? War das gerade ein Follow? Solitaris, du bist doch schon längst ein Barker, oder? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Oh, ein Sub. Willkommen zurück. Danke für den dritten Monat auf jeden Fall. Wer ist denn sonst noch alles da? Wir haben Klasper, Hallöchen, Miri, hallo. Momo ist wahrscheinlich jetzt schon einkaufen gegangen. Trotzdem, hallo. Hallo Klasper, danke für deinen Sub und ja. Danke für dein Vertrauen. Jeden Monat wird es erneuert. Okay, ja, das ist schön. Ich freue mich. Danke. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust mitgebracht auf unsere tollen Zeitreisen, unseren sehr schönen Main-Charakter Huin Kyoma, der wahrscheinlich auch heute wieder sehr viele Dinge tun wird, die eigentlich nicht getan werden sollten. Vielleicht finden wir ein paar Leichen, vielleicht finden wir auch heraus, dass noch mehr von den hübschen Mädels eigentlich Typen sind, ich hoffe nicht. Hyrex, ne? Du kennst Steins Gate, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie fandst du das denn? Jetzt mal ohne zu spoilern am besten. Quinto ist auch da, hallöchen. Schön dich zu sehen, Quinto. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja. Nachdem wir noch das Resümee von Rex gehört haben, würde ich sagen, gehen wir gleich schön ins Spiel rein. Und ja, Klasper, keine Sorge. Ich hab's mir schon aufbewahrt. Das wollte ich gleich als erstes machen. So. Ich wechsle mal eben schon mal ins Spielchen rein und mach den schönen Sound aus. So. Da sind wir. Ich würde sagen, wir stellen auch diesmal ein bisschen Musik hier ein. Ich hoffe, es funktioniert. Ganz leicht. Sagt mir bloß Bescheid, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn ihr irgendwas nicht hören könnt. Wir schauen uns erstmal natürlich die Mail an. You've got mail. Ja, das ist doch schön. Okay, wir haben sogar zwei Mails. So, nee, die eine haben wir uns jetzt schon mal angeguckt. Mayuri hat uns geschrieben. Weißt du, ich bin wirklich sehr traurig darüber, dass ich meinen Upa verloren habe. Das ist... Wow. Really? Froggy? Fatty Froggy? Danke. Ja, also es ist sogar noch schlimmer als letztes Jahr, als sie ihren speckigen, kleinen Gero Froggy verloren hat. Das ist natürlich äußerst traurig. Tolle Mail. Danke, Klasper. Das war wirklich schön. Egal, wir machen weiter. Also, die gute Ruka hat versucht, Elpsai Kongru auszusprechen. Sag's mal nix, okay. Habe ich es richtig ausgesprochen? Kako lächelt glücklich, als ich nicke. Oh, ach, Moment. Tja, ist ein Kerl. Nicht süß, nein. Total hässlich. Dankeschön. So ein süßes Lächeln. Aber er ist ein Kerl! So eine wunderbare
Meister-Schüler-Beziehung. Mayushi ist kein Fuyoshi, aber sie wird sehr, sie ist sehr aufgeregt. Sie fühlt sich total betüdelt. Mal sehen, was ist denn ein Fuyoshi? Das hört sich schon wieder, das hört sich schon wieder komisch an. Okay, ein weiblicher Otaku, der sich besonders für Yaoi, also ja, schwulen Mangas oder Anime interessiert. Sieht sich nicht auf weibliche Otakus im reinen Sinne. Aber sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Okay, machen wir mal weiter. Ja, Mayushi macht sowas, klasbar. Mayuri-chan, bitte stell dir nicht solche Dinge vor. Oh Mann. Allerdings haben wir wirklich eine Meister-Schüler-Beziehung. Ich, Hoin Kyoma, habe mich sehr angestrengt, um sein Gehirn zu waschen. Ja, ich meine, Lukaku beizubringen, wie diese ganzen bösen Konspirationen hier versuchen, die Welt zu erobern. Und wie man sich dagegen wehren kann. Dieser ganze Kram über das Dämonenschwert Samidade ist ein Teil ihres Trainings. Will mal das Aussehen beiseite lassen, ist Lukaku wirklich sehr treu und arbeitet hart. Außerdem ist er wirklich immer darauf bedacht, neue Dinge zu lernen. Ein Meister könnte sich einfach keinen besseren Schüler vorstellen. Er hat allerdings die Schwächen, dass er nicht sofort mitkommt und manchmal ein bisschen zu schüchtern ist. Hört sich so ein bisschen nach Mayuri an, nur dass Mayuri nicht so schüchtern ist. Ja. Was machst du denn hier, Mayuri? Ich bin hergekommen, um Luka-kun zu sehen. Die Komima kommt nächsten Monat, fängt nächsten Monat an. Das ist wahrscheinlich so eine, ja, Comic-Messe, denke ich mal. Und Mayuri möchte, dass Lukaku als Kirari-chan cosplayt. Ja, aber Lukaku möchte einfach nicht ja sagen. Aber Cosplay, das ist einfach. Ich weiß nicht, ich traue mich einfach nicht dazu. Wie fröhlich die immer ist, ey. Demo, Demo! Ja. Aber ich denke, du wirst auf jeden Fall super darin aussehen. Der Satz, jemand, der so süß ist, kann einfach kein Mädchen sein. Gibt es den Satz wirklich? Ist wirklich sehr populär, weißt du? Komm schon, mach einfach dein Cosplay-Debüt. Mayuris Hobby ist das Kreieren von Kostümen. Sie hat bestimmt schon 30 Stück bis jetzt gemacht. Aber es ist wirklich sehr, sehr rar, dass sie selbst eins davon anzieht. Stattdessen findet sie es einfach klasse, wenn andere Leute ihre Sachen anziehen. Und es scheint so, als ob Lukaku ihr nächstes Ziel wäre, also dass sie die Sachen dann anzieht. Oder er. Ja.
You looks like a lady. Natürlich, das Kostüm, das Mayuri momentan im Blick hat, ist von einem weiblichen Charakter. Eigentlich würde ich es ja normalerweise verstehen, warum ein Mann sich nicht wie eine Frau anziehen möchte, aber komm schon, Lukaku hat doch kein Problem damit, Mikroroben anzuziehen, also sie es gerade anhat. Warum sollte Cosplay irgendwie was anderes sein? Aber was soll's. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Lassen wir diesen unnützen oder unwichtigen Kram und für später. Hä? Aber das ist wirklich sehr wichtig für mich. Das ist unwichtig für mich. Eine Kleinigkeit. Wie dem auch sei, Lukaku. Es gibt einen guten Grund, warum ich hier heute hier bin. Du musst einen Exorzismus für mich ausführen. Einen Exorzismus? Dann hole ich meinen Vater. Warte. keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Ich brauche nur, ja, irgendwas, um mich zu beruhigen. Ich glaube, es ist nicht weiter schlimm. Deswegen bin ich hierher gekommen, anstatt zum Kanda-Schrein zu gehen. Nun, würde sagen, bring das normale Zeug raus. Das sonst das normale? Meinst Samidare? Nein, das. Ach, du bist doch ein Depp. Wer benutzt denn ein Dämonenschwert für einen Exorzismus? Das Normale für einen Exorzismus sollte dir eigentlich durchaus klar sein. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht genau, wie es genannt ist, aber es ist dieser Stock mit dem Zickzackpapier-Dingensbummens. Und der Priester macht so ein Schüttel-Dingensbummens damit. Das hat sich ziemlich dämlich angehört, Okarin. Ist leicht schockierend, das von Mayuri zu hören. Oh, das Onusa. Aber ich weiß nicht, ob mein Vater es mir ausleihen würde. Ich werde ihn mal fragen gehen. Lukaku verbeugt sich kurz und rennt dann in Richtung Haus, das auf dem, ja, auf den Gründen des Schreins ist, sich darauf befindet. Währenddessen holt Mayuri ihre Taschenuhr aus ihrer Tasche, um ja, Zeit zu überprüfen. Es ist eine sehr alte Uhr. Nicht die Art von Uhr, die du bei einem Highschool-Girl ja, erwarten würdest. Sogar die Uhr hat einen Namen und die heißt Pockety. Natürlich ist das der Name, den Mayuri ihr gegeben hat und nicht irgendwie der Name der Marke oder irgendwas ähnliches. Schon seit der was ist das? Vorschule? Glaube ich.
Seit der Vorschule hat Mari diese Pocket-Uhr immer bei sich. Schickes Teil, ja. Es ist ihr größter und wichtigster Schatz. Grundschule, ja, das kann sein. Würde zu Elementary passen. Ich war noch nie in der Schule, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. So. So, es ist Zeit für mich zur Arbeit zu gehen. So, ga, gambatte koi. Baito ga owattara chokusetsu kaeru no ka? Gib dein Bestes. Gehst du danach direkt nach Hause? Mayuri lebt in Ikebukuro. Die kommt aber eigentlich jeden Tag nach Akiba, und zwar per Zug. Sollte eigentlich klar sein, dass, weil wir ja Freunde seit aus Kindheitstagen sind, dass ich auch in Ikebukuro lebe. Nee, ich lebe aber da. So. Seit die Sommerferien angefangen haben, lebe ich aber in unserem tollen Laboratorium. Also, bis morgen dann. Ich rufe Mayuri, um sie zu stoppen, bevor sie einfach so wegläuft. Mayuri, お前はあの時ラジカンで男の悲鳴を聞いたよな。Warte, Mayuri, beim Radikan, du hast doch auch einen Mann schreien gehört, oder? Na, bis jetzt konnten wir noch keine Entscheidung treffen, Klaswa. Schrei? Mayuri blinzelt ein paar Mal und denkt nach. Danach gibt sie ihr normales Lächeln. War das nochmal? Heute Nachmittag. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gehört habe. Oh. Ja, dann. Okay. Okarin ist ein bisschen komisch. Bye bye. Du. Ja, komisch. Wundert mich auch, dass wir noch nichts bis jetzt entscheiden konnten. Ich denke aber eigentlich, sollte man bei diesem Spiel Entscheidungen treffen können. Normalerweise. Mayuri verschwindet, dieses Mal wirklich. Und obwohl sie ein paar Mal stehen bleibt, um noch ein halbes Dutzend Mal zu winken. Ach nee, Moment. Sie bleibt aber ein paar Mal stehen, um noch ein paar Mal zu winken halt, ja. Ist sie dann endgültig verschwunden. Danke, dass du gewartet hast, Okabe-san. Kaku ist kurz nachdem Mayuri abgehauen ist, wieder erschienen. In seinen Händen hält er dieses weiße Zickzack-Dingensbummens, nachdem ich gefragt habe. Mein Vater hat es mich ausleihen lassen, zum Glück. Ist Mayuri-chan abgehauen? Mayuri war doch nicht mehr. Ich muss den Oharai beginnen, Rukakoyo. Kümmere dich nicht um Mayuri. Fang lieber an mit dem Exorzismus an, Lukako. Okay, aber willst du wirklich, dass ich es tue? Was genau wollen wir denn überhaupt exorzieren? Gakko ist etwas, ja, aufgeregt durch den Wind. Ist er wirklich bereit dafür, das zu tun? Ich
beginne daran zu zweifeln. Ich hätte es besser wissen müssen. Sobald ich ein wenig zweifle, beginne ich eine Art Gänsehaut zu bekommen. Es ist der böse Geist in meinem Arm. Ich schnapp mir meine sich wild schüttelnde Dings Hand und so. Sei ruhig, du böses Geistervieh! Oh, schnell, Luca Crow! Es versucht mich zu übernehmen! Oh nein, halt durch, Okabe-san! Ich bin nicht Okabe-san! Tut mir leid, Kiyoma-san, aber was soll ich nun tun? Der Exorzismus! Schnell! Tu es einfach so, wie ich es dir gezeigt habe! Okay. Mit einem sehr ernsten Blick auf dem Gesicht schnappt Lukaku sich das Onusa mit beiden Händen, als ob es ein Schwert wäre. Entstand. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Ich habe ihn gut gelehrt. Sein Gesicht ist rot und er kann kaum sprechen. Sieht so aus, als ob er etwas sagen möchte, aber er zögert. Er hat eine Panikattacke, weil er sich ein wenig komisch fühlt. Tja, Amateur. Bitte, Luca! Vernichte den bösen Geist! Nein, ich komme mir nicht blöd vor oder so, wenn ich das so mache. Ich möchte dich nicht töten! Oh Gott. Oh, jetzt fängt Luca Korn zu weinen. Sieht so aus, als ob er wirklich besorgt wäre. Die Vernunft sagt mir, dass er ein Kerl ist, aber seine liebliche Art lässt mich wirklich schuldig fühlen. Als ob ich ein kleines, zerbrechliches Mädchen zum Weinen gebracht hätte. Aber obwohl er schon Tränen in den Augen hat, sieht es so aus, als ob Lukaku sich zusammenreißt und hoffentlich gleich diesen Exorzismus betreiben kann. Höre mich, böser Geist. Er hält das Onusa ganz hoch und schüttelt es nach links und rechts. Verschwinde von Okabe, ich meine Kiyoma-san. Oh,
Ja, genau so. Nun schlag mich mit diesen Zickzack-Dingern. Ey! Die Spitze des Onusa trifft meinen Oberarm. In einem Anime würde das der Zeitpunkt für eine dramatische Schockwelle sein. Aber nichts dergleichen passiert. Der einzige Ton, den man hört, ist das Chirpen der Zikaden. Hat es funktioniert? Ich hole tief Luft. Das Schütteln in meinem Arm hat aufgehört. Mir geht's gut. Es scheint so, als hättest du den bösen Geist fortgetrieben. Gute Arbeit, Lukako. Lukako seufzt vor Erleichterung und wird leicht rot. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Sein schüchternes Lächeln lässt ihn wirklich aussehen wie ein Mädchen. Zum Glück haben wir das geschafft. Also, wir wurden exorziert. Das ist doch schon mal gut. Nachdem ich zurück ins Laboratorium gegangen bin, schnappe ich mir den kaputten Fernseher und bringe ihn runter in Browns Tube Workshop zur Reparatur. Daru und Mayuri sind bereits nach Hause gegangen, also muss ich den Fernseher ganz alleine, die wirklich engen Treppenstufen nach unten bringen. Es ist eine brutale, rückenbrechende Arbeit, aber irgendwie schaffe ich es. Oh, Held, Kiyoma. So ein Held. Ich drücke die Werkstatttür meinen Hüften auf und halte den Kopf rein. Der Raum ist ein ganz bisschen von der Sonne ausgeleuchtet. Aber... Achso, nee, im Moment ist es ein bisschen dunkel, weil die Sonne schon fast am Untergehen ist. Aber der Lichtschein des CRT in der Mitte des Raumes erhält den Raum etwas, zumindest. Oh, 42, was für ein unglaublicher Zufall. Streamtitel. Ein 42, oh, danke für den Host, Solitaris. Ein 42-Inch CRT Television, also Fernseher. Sieht nicht so aus wie etwas, das man im modernen Japan bekommen würde. LCD-Fernsehern. Die neue Standards sind, wage ich wirklich zu bezweifeln, dass irgendjemand diesen alten CRT kaufen würde. Oh, ein neuer. Yo, wie geht's, Okabe? Vor diesem riesigen CRT sitzend ist ein in gleicher Weise großer Mann, der eine Sportzeitung liest. Jack Homer? WW Class 4, du hast verpasst, dass Lukako uns exorziert hat, erfolgreich. Und ja, jetzt haben wir gerade den kaputten Fernseher nach unten gebracht zum Werkstattmanager. Und das ist dieser besagte Werkstattmanager. Der Besitzer dieses ganzen Gebäudes, Tennoji Yu. Ich nenne ihn Mr. Braun. Äh,
Das ist ein passender Name für jemanden, der Braun Tubes mag. Was los ist? Der Fernseher, den du mir gegeben hast, ist kaputt gegangen. Das ist los. Du Sack, du. Ich wette, du hast ihn nicht so gut behandelt, oder? Oh. Seinem Shirt steht Braun. Okay. Gut zu wissen. Danke für die Info. Katakana kann ich leider nicht. Ich konnte gerade so es schaffen, diesen Fernseher auf die Ablade des Tisches zu stellen. Liebe, du musst es mit Liebe behandeln. ein muskulöser Glatzkopf, der über Liebe redet. Oh, da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Ich brauche Reparaturen und zwar ziemlich zügig. Meine Güte, warum musst du immer so reden? Tja, gute Frage. Mr. Braun beginnt damit, nach der Ursache des Problems zu suchen. Da ich nichts anderes zu tun habe, schaue ich mir einfach den Shop ein bisschen genauer an. Hallöchen, Ragnoran. Ich weiß nicht genau, ob es der Staub ist, der in der Luft hängt, aber irgendwas fühlt sich hier sehr, sehr stehend an, in diesem Platz. Es gibt überall diese CRT-Monitore. Das komische Layout lässt sie wie Müll erscheinen, aber sie sind alle funktionieren, laut Mr. Braun zumindest. Er hat eine weite Palette von alten und neuen von diesen Dingern. Einige von denen sind bestimmt älter als ich selbst. Es gibt sogar ein paar Flatscreens und HD-CRTs, die knapp vor den LCDs rauskamen, auf dem Markt erschienen sind. Du hast heute ganz schön lange geöffnet. Schließt du den Shop nicht normalerweise so gegen 7 Uhr? Hallöchen, Cutie Millie. Ja, Steins Gate. Die Menschenmassen in Akiba. Verkleinern sich ziemlich schnell nachts. Die ganzen größeren Elektronik-Shops schließen gegen 8 oder 9 Uhr abends. Namenpacker, Sally, Kitty Millie. und dann, als ob die ganze Lebendigkeit des Tages auf einmal eine Lüge gewesen wäre, wird die Stadt sehr, sehr still. Ich erwarte jemanden. Du meinst dieses Eichhörnchen von dir? Mein kleines Mädchen nicht ein Eichhörnchen, hörst du mich? Ich weiß nicht genau, ob Chipmunk wirklich Eichhörnchen heißt, aber ich glaube schon. Zumindest sehen die so aus, die Chipmunks, oder? Diese kleinen Wieselviecher da jedenfalls. Der Manager schaut mich böse an und holt ein Foto aus seiner Geldbörse. Das ist das Bild eines jungen Mädchens, das schüchtern ein Peace-Sign, also Kamera hält.
Man könnte meinen, dieser komische muskelbepackte Mann ist sowas wie ein Perverser, aber das Mädchen ist wirklich seine Tochter. Sie sollte ungefähr 12 Jahre alt sein, glaube ich. Ja, Persona 5 kommt bald. Da gibt's zwei, die das eventuell spielen wollen. Entweder der Kishi oder die Momo. Streifenhörnchen, ja, ist fast das gleiche wie ein Eichhörnchen, oder? Allgemein kommen aus der Richtung wahrscheinlich noch einige Spiele in nächster Zeit. Wow. Also die Liebe zu seiner Tochter ist fast so groß wie die Liebe zu seinen CRTs. Oder war es vielleicht auch andersrum? Gute Frage. Und eine sehr bedenkliche Frage hin. Ich sehe sie manchmal hier im Shop. Ist sie nochmal? Nein. Wenn du Nahe auch nur anpackst, dann bist du ein toter Mann. Genau, das war's. Nahe, ein wirklich rarer Name, der... Was heißt denn Braid? Auf jeden Fall hat der eine Bedeutung, Braid, ja. Das wisst ihr bestimmt alle. Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, manchmal taucht sie in dem Shop hier auf und wir haben schon das ein oder andere Mal miteinander gesprochen. Und wenn ich sage wir, meine ich Mayuri, denn die ist die einzige, die wirklich mit Nahe zurechtkommt. Nahe versteckt sich immer, wenn sie mich oder Daru sieht. Ah, ich muss zugeben, ich bin wirklich... bin wirklich, ja. Einfach auch nicht ein. Ja. Bin wirklich impressed, dass sie meine Aura der Madness schon in so einem jungen Jahr erkennen kann. Mr. Brown macht eine grandiose Geste zu dem Foto der Tochter. Noch einmal, da krieg ich Gänsehaut. Beeindruckt, genau. Meine Güte. Aber mal ernsthaft, neben deiner Tochter, hat diese Werkstatt eigentlich schon mal irgendwann, ja, Käufer? Ich habe das zweite Stockwerk jetzt schon für ungefähr 6 Monate gemietet, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Käufer gesehen zu haben. Kunden, meine Güte. Wäre überrascht, wenn dieser Ort hier wirklich auch ein bisschen Geld machen würde. Ist nicht wirklich ein Kunde. Er packt das Foto wieder weg und macht sich wieder daran, den Fernseher zu checken. Ja, und er lässt mich mit dieser Wagen... Antwort hier einfach so stehen. Es scheint einfach nur eine lose, ich denke mal, kleines Käbelchen oder so zu sein. Auf jeden Fall kann er das reparieren, denkt er zumindest. Wirklich? Ja, das ist doch toll. Dann bitte sehr. Warte kurz, ich gebe dir einen Kostenvoranschlag. Du willst mir Geld abknüpfen?
Was denkst du denn? Das ist jedoch. Das ist jedoch keine. Ja. Keine Charity-Veranstaltung. Du bist doch derjenige, der uns den Fernseher gegeben hat. Ja und? Ich habe niemals gesagt, dass ich den Service umsonst machen werde hier. Verflucht sollst du sein. Du hast ja vielleicht Nerven, und das uns das zu sagen, nachdem du uns dieses halb zerbrochene Stück Schrott gegeben hast. Ach komm, halt die Klappe. Wenn du es nicht haben willst, nehme ich es halt zurück. Muss ich aber trotzdem mit den Kosten für das, für die sichere Entsorgung belasten. Ja, Wohlfahrt. Cutie, danke. Was? Du wagst es, den Mann, der höchstwahrscheinlich sogar die Zukunft der Menschheit auf den Schultern lasten hat, zu bescheißen? Hä? Wer soll das denn sein? Ich natürlich, wer denn sonst? Putz dir die Zähne und geh ab ins Bettchen, Kind. Du hast vielleicht Nerven, hier gegen anzusprechen, wenn ich dich das zweite Stockwerk für fast nichts überlasse. Mr. Brown. Ach, du sollst dein Geld bekommen, Mr. Brown. Am Ende habe ich einfach keine Chance gegen ihn. Und gerade dann höre ich, die Tür öffnet. Oh, da ist wieder jemand Neues. Ich schaue auf und sehe, dass ein Mädchen den Shop betreten hat. Sie trägt eine Vintage-Jacke und ziemlich enge Shorts, die ihre langen Beine und ihre athletische Figur durchaus betonen. Ich persönlich bin äußerst beeindruckt bei ihren sehr gut definierten Hüften. Okay. Also erstmal wieder ein bisschen horny hier. What's up? Auf einmal. Zeit bleibt stehen. Es scheint so, als ob jemand die Welt aktiviert hat. Das Mädchen steht immer noch da mit ihrem Arm in ihren Haaren. In der Luft. Ihr Lächeln schwindet dahin und weicht der Konfusion. Was für eine Reaktion hat sie erwartet? Also mal ehrlich. Wie dem auch sei, ist sie die Person, die Mr. Brown erwartet hat? Vielleicht ist sie jemand, die er persönlich kennt. Eine weitere Tochter? Oder, ich mag es kaum sagen, seine Freundin? Gute Frage, Klaspar. Endlich löst sie sich aus ihrer komischen Pose mit der erhobenen Hand und räuspert sich ein wenig. ich habe vorhin angerufen. Ich bin Amane. Tja, und einfach so bringt die Zeit wieder voranzuschreiten.
バイトの面接したいとこな。俺が店長の天王寺だ。Ah, du bist also das Kind, das fürs Jobinterview hier ist. Ich bin der Manager Tennoji. Ein Jobinterview? Diese junge Frau? Du willst an dieser dreckigen, depressiv machenden, hochverschuldeten Arbeitsstätte von Brown Tube Workshops arbeiten mit diesem ekligen alten Manager. Soll ich die Kosten für deinen Raum oben etwa um 1000 Yen erhöhen? Miete, genau. Oh Mann, ey. Ich spreche nur die Wahrheit. Aber ich denke, es ist nicht. Ich sollte hier nicht involviert sein. Tut mir leid. Wie dem auch sei, ich hatte keine Ahnung, dass Brown Tube Workshop Leute einstellen wollte. Du siehst immer so aus, als ob du nichts zu tun hättest. Nicht gewusst, dass du wirklich Hilfe brauchst. Ich bin die Person, die um diesen Job gebettelt hat. Das Mädchen sieht ein bisschen, aus. Gott, ey, die einfachen Wörter kann ich alle nicht mehr. Der Boss hat erst abgelehnt, aber ich wollte diese Antwort einfach nicht akzeptieren. Genau, peinlich berührt. Das, ist wirklich überraschend. Kinder, die so viel Drive haben, sind wirklich rade in diesen Tagen. Setz dich ruhig da vorne hin, junges Mädel. Danke. Scheint so, als ob sie jetzt ein formelles Interview machen wollen. Wollte eigentlich abhauen, aber da Mr. Brown mich nicht rausgeschmissen hat, werde ich noch ein bisschen länger hierbleiben. Das Mädchen sitzt ein bisschen steif dort. Scheint so, als ob sie nervös wäre. Wegen einem Teilzeit-Job-Interview. Das steht ziemlich im Kontrast zu dem, nein, werde ich nicht als Antwort akzeptieren. Sie sieht nicht sehr enthusiastisch aus. Genau, wie war nochmal dein Name? Amane Suzuha. Alter? 18. Genau wie ich. Student? Nein. Sie schüttelt ihren Kopf. Warum möchtest du hier arbeiten? Oh, sie liebt also CRTs. Das ist hier genau richtig. Okay. Du darfst hier arbeiten. Startest morgen. Moment, was? Soll das ein Witz sein? Oh Mann, ist das schlecht, ey. Ist hier eine versteckte Kamera? Danke, Boss. Endlich, Amane Suzuha scheint etwas relaxter zu werden. Dann schaut sie mich an.
Wer bist du? Ore no na. Kikitai to iu no ka? Ya yamete oke. Sore o shiru koto de omae ni mo saiyaku ga furikakaru kamoshiren. Du wagst es, nach meinem Namen zu fragen? Verbanne den Gedanken mal ganz schnell wieder aus deinem Köpfchen, Mädel. Wenn du diesen Namen kennenlernen würdest, dann würde dein Leben im Chaos verfallen. Amerika no Sara, Italia no Claudia. Unzählige Frauen haben, die meinen Namen kennengelernt haben oder rausgefunden haben, wurden von der Organisation als Ziel erfasst, also wurden gejagt wahrscheinlich. Sarah in Amerika, Claudia in Italien, Simone in Frankreich. Ich werde nicht noch jemanden in Gefahr bringen. Oi. Ahona, Moso, stehen ja nicht hier. Hey. Hör auf, dir diese Sachen aus dem Arsch zu ziehen. Er kann meine Schmerzen einfach nicht verstehen. Dieser Idiot mietet das zweite Stockwerk. Sein Name ist Okabe Rintaro. Okabe de wa nai. Ore wa Hoin. Name ist nicht Okabe. Mein Name ist Hoin. Urusei. Yachin sara ni 1000 yen uwanose suru zo. Klapp zu oder ich erhöhe deine Miete. Okabe Rintaro da. Okabe Rintaro ist mein Name. Mann, 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 ey, der hat auch kein Rückgrat, der Kerl. Das Mädchen steht auf, platziert ihre Hand auf meiner Schulter und schaut mich mit einem sehr durchdringenden Blick an. Keine Ahnung, dieser Organisation, dass die hinter dir her ist. Aber wenn du jemals Ärger damit haben solltest, Okabe Rintaro, lass mich einfach wissen. Ich kann mit solchen Sachen aushelfen. Ha? Ha? Zeug wie... was? Wenn es nötig wäre, könnte ich sie so stark verletzen, dass sie sich niemals wieder trauen würden, dich zu belästigen. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Brown, ich glaube nicht, dass du sie anheuern solltest. sie scheint eine sehr wilde zu sein. Ich werde sie sofort feuern, sobald sie irgendwie Trubel hier veranstaltet. Wie dem auch sei. Ignoriere diesen Organisationsnonsens. Das ist alles nur in Okabes Kopf. Ist das? Das glaubst auch nur du. Aber eines Tages wird die Welt vor mir knien. Dann, Amane Suzuha, starrt mich wieder direkt an. Moin, Ropo, na, wie geht's? Vielleicht ist das einfach ihre Art, Menschen direkt in die Augen zu schauen. Das scheint also der momentane Trend zu sein. Danke für den Tipp. Trend? Ich denke nicht. Oha. Akiba.
Oh, so heiß. Ich war den ganzen Morgen an der Universität und als ich zurück nach Akiba komme, wird die Hitze einfach unerträglich. Ich schnapp mir einen Eiskaffee in der Bäckerei Martin in Yodobashi, um meinen Durst zu stillen. Wo ich schon mal dabei bin, checke ich Twitter auf meinem Telefon. Oh ja, yeah, you got mail. Ich guck gleich mal. You got mail! Kako, oh. Geht es dir wirklich gut nach dem Exorzismus von gestern? Ich denke, eine etwas traditionellere Zeremonie wäre besser gewesen. Ich bin besorgt, dass irgendwas mit dir passiert sein könnte, weil mein Exorzismus nicht stark genug war. Es macht mich so verrückt, dass ich nicht richtig schlafen konnte gestern Nacht. Erst deswegen konnte ich nicht mehr als 3 Übungsschwünge mit dem Samidare machen. Wunderschön. Ich schaue mir öfter das Okkultenboard, also das, ja, den Okkulten-Channel an. Den Zukunftstechnologie-Channel oder wie auch immer. Und das Physik-Channel-Dingensbummens. Also Hashtag Physics und so. Kann man auf die Mails antworten? Kann ich mal probieren. Nicht so aus. Ich habe nach Foren gesucht, die das Massenverschwinden, das Phänomen der Massenverschwindung oder das das Erstechen von Maki Sekurise beschreiben, aber nichts ist aufgetaucht. Ja, kein Problem. Also waren das doch etwa alles Halluzinationen. Wenn ich mir das Okkulten-Board so angucke, finde ich ganz viele ganz viele Titel von jemandem, der meint, John Titor zu sein. Moment, John Titor ist wieder zurück. John Titor ist im amerikanischen BBS vor 10 Jahren erschienen und hat angegeben, ein Zeitreisender zu sein. Er hat gesagt, dass er aus dem Jahre 2036 zurück in unsere Zeit gereist ist, um einen alten Computer, den IBM 5100, IBM? Ist nicht IBM? Ist doch ein normaler, oder? Die Sachen, die er gesagt hat, haben einen ziemlichen Sturm der ganzen BBS-Leser bei den ganzen BBS-Lesern herbeigeführt. Titor hat sogar einige wirklich stimmende, wenn auch nur fragmentweise, zukünftige Ereignisse hervorgesagt. Ja, IBM, genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Den Start des Krieges im Irak, die Ausbreitung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zum Beispiel.
Um zu beweisen, dass er aus der Zukunft kommt, hat er die Prinzipien hinter der Zeitmaschine erklärt und hat sogar Bilder von seinem von seiner Gebrauchsanweisung beigesteuert. Aber nach ungefähr 4 Monaten ist er wieder verschwunden, ohne seine Identität preiszugeben. An einem gewissen Punkt haben seine Voraussagen Popularität gewonnen, besonders hier in Japan oder sogar hier in Japan. Ja, er hat so definitiv ein paar richtige Aussagen getroffen. Andererseits haben auch einige seiner Voraussagungen nicht gestimmt. Einige seiner Posts haben sich sogar gegenseitig aufgehoben. Oder, ja. Was nennen? Boah, passt schon. Deshalb wird bis. Oder deshalb zweifeln bis heute die meisten Menschen an der. Ja, an der Wahrheit dieses Zeitreisenden. Widersprochen, genau. Oh. Also nach 10 Jahren der Stille kommt dieser exakt gleiche John Titor und ist nun im japanischen BBS. Also BBS ist wahrscheinlich dieser ganze Twitter-Foren-Gedönskram. Lächerlich, es ist natürlich ein Troll. Erstens ist John Titor ein Amerikaner. Und trotzdem ist er hier auf Twitter am Posten, und zwar auf Japanisch. Wir sollten uns mal diese Posts angucken. Ich erwarte nicht, dass ihr glaubt, dass ich aus dem Jahr 2036 komme. Ich weiß, dass ihr alle gerne mehr über meine Zeitmaschine wissen möchtet. Die Zeitmaschinentechnologie wurde von CERN entwickelt. Sie haben ihre erste Zeitmaschine in 2034 erstellt. Der erste Kommentar. Zeitreisender, lol. John Titor, lol. Mehr Details zu der Zeitmaschine, bitte. Verkaufen Sie Zeitmaschinen? Wie viel kosten diese Zeitmaschinen? Ich habe ungefähr 100 Millionen Yen gespart. Können Sie mir eine zuschicken? CERN hat die Monopolstellung in Sachen Zeitmaschinen. Nicht mal die größten und stärksten Nationen der Erde konnten bisher eine für sich ja, akquirieren. Da braucht man nicht mal über normale Menschen reden. Die können die sowieso nicht bekommen. CERN hat diese Zeitmaschinen für ihre eigene Stärke genutzt. Jahr 2036 ist die Welt zu einem Dystopia geworden. Oder eine Dystopie geworden. Es gibt keinen Krieg, es gibt keine Konflikte. Aber ja, das, wie dem auch sei, das ist nur ein falscher Frieden, der ja auf der kompletten Ausradierung der Liberty beruht. Und was bedeutet eigentlich LOL? Freiheit, Liberty, Freiheit. Warum sind Sie gerade zu dieser Zeit hier erschienen? War der Crash des Akiba-Satelliten etwa deine Schuld? Ja genau, Freiheit. Danke, Klasper. Aber das habe ich dann auch selber rausgekriegt. Zum Glück. Momentchen mal, Jungs. Titor-san scheint nicht mal Twitter zu verstehen. Lasst es uns ein bisschen simpler halten, okay? Wenn ihr versteht, was ich meine.
Get a Trip Code. Arschloch. Ja, genau, Miri. Da bin ich, genauso bin ich da auch drauf gekommen. Ich bin hierher gekommen, um mein Jetzt zu verändern. In anderen Worten, eure Zukunft. Meine heutige Mission ist es, CERNs Dystopia zu zerstören und die Freiheit der Welt wiederherzustellen. Es ist eine wundervolle Zeit, in der ihr lebt. Jeder ist frei. Aber ihr werdet es alle in nur wenigen 20 Jahren verlieren. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr versteht, was die Zukunft mit sich bringt. Was ist ein Tripcode? ich werde mir vielleicht einen besorgen, wenn ihr mir erzählt, was es ist. Du hast gesagt, nur CERN hat diese Zeitmaschinen. Du hast eine Zeitmaschine. Das muss wohl bedeuten, dass du für CERN arbeitest, oder? Das bedeutet wohl auch, dass dein Ziel nicht dein Ziel sein kann, CERNs Dystopia zu zerstören. Du bist einfach nur ein Lügner. Was ist ein Dystopia? Wie kann CERN die Welt in nur 20 Jahren übernehmen? Schaut euch den Mittleren Osten an. Du hast viel zu viele Mangas gelesen, wenn du meinst, dass du diese Idioten dazu bringen kannst, sich nicht mehr gegenseitig umzubringen. Wer hat dich darum gebeten, die Zukunft zu verändern? Versuchst du, Gott zu spielen? Wenn sie wirklich den Weltfrieden versprechen, dann werde ich meinerseits unsere neuen Overlords von CERN willkommen heißen. Meine Zeitmaschine ist ein Prototyp, einer gestohlenen CERN-Technologie. Wenn man es mit ihrer Zeitmaschine vergleicht, sind ihre Fähigkeiten eher doch limitiert. Und 2036 wird die Welt von einem riesigen Körper, einem allmächtigen riesigen Körper, nennt man es, beherrscht. Dieser Körper ist wahrscheinlich CERN. Sie kontrollieren jeden Aspekt unseres Lebens. Sie entscheiden, was wir essen, wie wir leben, wen wir heiraten. Es gibt keine Privatsphäre und es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit. Jeder, der es wagt, sich gegen sie zu stellen, wird eliminiert. Es gibt kein Gericht. In Filmen und in Filmen und ähnlichen Sachen werden sogar schon Kleinigkeiten die Zukunft verändern. Hast du es wirklich geschafft? Hast du es wirklich in unsere Zeit geschafft? Was ist, wenn du irgendwelche unerwarteten Dinge machst, die Zukunft beeinflussen? Gehen wir mal davon aus, CERN wird die Welt beherrschen. Weißt du überhaupt, was CERN ist? Der Thread-Ersteller ist ein Troll. Also wenn wir seinen Vater finden und den töten würden, dann würde dieser Zeitreisende, Lmau, niemals geboren werden und wir müssten uns nicht diesen ganzen Schrott hier anhören. Liege ich da richtig? Ich würde gerne wissen, ob du dein vergangenes Ich hier selber treffen kannst. Kannst du... Self-Sest, really? Kannst du es mit dir selbst machen?
Kann mal jemand bitte Ausrufezeichen warum in den Chat schreiben, bitte? Das wäre sehr nett. Du redest über den sogenannten Großvater, über das sogenannte Großvaterparadoxum, das schon längst ja außer Kraft gesetzt wurde, oder? Ja, wie nennt man das? Wo schon längst Gegenbeweise gegen gefunden wurden. Diese Weltenlinie unterscheidet sich um 0,571024% von der Weltenlinie, aus der ich stamme. Wenn du meinen Vater töten würdest, würdest du eine Weltenlinie erschaffen, in der mein Vater tot ist. Aber es würde nicht diese Weltenlinie zerstören. Diese würde einfach so weiter existieren. CERN ist ein Partikelphysik Forschungsinstitution, die nicht in 2036 geändert wurde. Es ist möglich, dass man sich selbst in der Vergangenheit trifft. Moment. Er fragt nochmal, ob es möglich ist, sich selbst zu treffen. Und die allgemeine Theorie ist, dass nichts passieren würde. Ich selbst habe aber noch nicht mein vergangenes Selbst getroffen. Dankeschön, dass ihr warum eingegeben habt. Wenn du wirklich ein verdammter Zeitreisender bist, dann beweise es. Zeig Bilder der Zeitmaschine oder get the fuck out. Die Vielwelteninterpretation. Wow. Beruhig dich mal, Bro. Forschungsinstitut, das dir die Weltherrschaft an sich reißt, Läufers. Ich fühle mich nicht dazu genötigt, wirklich zu beweisen, was ich hier gesagt habe. Ich poste die Dinger einfach nur mal so. Meine Mission kommt immer noch zuerst. Was sind Weltenlinien? Kannst du dich mit dir selbst treffen? Oder kannst du dein eigenes Ich treffen auf einer anderen Weltenlinie? Was passiert, wenn das passieren würde? Oh, jetzt habe ich es weggeklickt aus Versehen. Ups. Weltenlinien sind sowas wie eine unendliche Zahl von Flüssen. Hey, danke für die Monetensternchen. Was hast du geschrieben? Schau mal eben. Hast du was geschrieben? Sehe ich zumindest gerade nicht, falls irgendwo was steht. Danke auf jeden Fall. Der André. ja, wo war ich stehen geblieben? Weltlinien sind wie eine unendliche Nummer von Flüssen, die in einer Parallele fließen. Auf dem ganzen Weg breiten sie oder sind kleine Zweige, die sich in neue Weltlinien aufbrechen, sozusagen. Dies nennt man die Divergence. Zum Beispiel. Egal, ob du in diesem Message-Board irgendwas schreibst, das hat keinen Effekt. Oder egal, ob du was schreibst oder nichts schreibst, es hat keinen Effekt auf diese Weltenlinie oder die Divergence dieser Weltenlinie. Aber sagen wir mal, du würdest ermordet werden. Dann würde sich alles hier verändern. Es würde aber nur ungefähr 0,00002% ändern. Der Tod eines einzigen Menschen ist nicht wirklich signifikant auf einer globalen Ebene. Kriege, Desaster,
Akt von Terrorismus und andere ja, Ereignisse, das wirklich weitreichende Tod bringen und Zerstörung bringt, haben einen viel größeren Effekt auf die Divergence. Vielleicht sollte ich nochmal Divergence nachgucken. Kann das mal eben bitte jemand von euch nachgucken? Das wäre, glaube ich, vielleicht ganz hilfreich. Danke, dass ihr mir über die Tripcodes alles erklärt habt. Ich werde sicherstellen, dass ich das von nun an immer nutzen werde. Ich werde aber langsam müde, also lasst uns morgen einfach weitermachen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch allen zu reden. Scheint so, als wären diese ganzen Threads schon im Archiv gelandet. Ja, das glaube ich auch, Klaspar. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Natürlich gibt es da einige Seiten, die sich ganz den John Titor hingegeben haben, sogar für Jahre nun. Also wahrscheinlich johntitor.de oder so. Nicht-Existenz eines Grenzwertes einer Funktion. Okay. Also, ja. Hat keine Grenzen halt. Okay. Gut zu wissen. Würde passen, denke ich. Macht Sinn. Dieser Post sieht einigermaßen ähnlich oder scheint sich in dem wieder zu spiegeln, was der originale Titor vor 10 Jahren geschrieben hat. Ich habe ein Buch von Titor gelesen und deshalb weiß ich das. Dieser neue John Titor ist eindeutig ein Fake halt. Es gibt sehr viele Titor-Fanatisten im Twitter. Er ist nicht wirklich ein Haushaltsname? Japan? Aber ich denke, kaum einer würde diesem Troll-Level zum Opfer fallen. Allerdings, als ich beginne weiterzulesen, finde ich eine Antwort, die so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was ich erwartet hätte. Jeder akzeptiert diesen Zeitreisenden, als ob es seine erste Ankunft wäre. Als ob es das erste Mal wäre, dass er erschienen wäre. Niemand hat darüber gesprochen, dass er vor 10 Jahren schon mal erschienen ist. Ich finde das ein wenig komisch, deswegen poste ich etwas dazu, aber alle scheinen mich zu ignorieren. Was zum Teufel? Ihr könnt das doch alle ganz leicht rausfinden, wenn ihr nur ein bisschen nachschauen würdet und ein bisschen Google hier anschmeißen würdet. Es gibt immer noch das originale John Titor Dingens, wo er früher geschrieben hat in Englisch und viele weitere Titor Blogs auf Japanisch. Schreibt John Titors Namen in die Google Search Engine. 12 Matches. Also 12 Übereinstimmungen. Momentchen mal. 12? Um genauer zu sein, sind diese 12 alle über das derzeitige Titor-Posting auf Twitter. Oh oh! Ich kann nicht eine einzige Spur
des Taito von vor 10 Jahren finden. Langsam fliegen wir hier so ein bisschen durch die Zeit, habe ich das Gefühl. Bizarr, das kann einfach nicht stimmen. That dude is for real! Ich habe vor ein paar Jahren schon nach Informationen über Taito gesucht. Damals habe ich ungefähr Zehntausende von Treffern gehabt. Ist diese Suchmaschine irgendwie gefiltert? Nein, Bro. Wir befinden uns auf einer anderen Wellenlinie, habe ich so das Gefühl. Ich versuche auf einer anderen Seite zu suchen. Ich kenne keine andere außer Google mehr. Das ist natürlich traurig. Aber es gibt genau das gleiche Resultat. Also, tja. Jetzt, was ist das? Was ist das hier für eine verrückte Welt? Es scheint so, als ob ich über eine andere Abnormalität gestolpert bin hier. Könnte das eine weitere Verschwörung der Organisation sein? Die letzten 2 Tage, ich bin irgendwie nur noch von Chaos und Konfusion umgeben. Ich rufe Daru an. Er kennt Taito mit Sicherheit. 405.000 Treffer, wow. Tja, dann haben wir ein Problem. Wenn wir hier nur 12 finden und du findest 405.000? Genau, ich habe ja schon mal mit ihm über Taito gesprochen. Ich kann mich allerdings nur noch vage an die Details dieser Konversation erinnern. Aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Konversation wirklich stattgefunden hat. Als ich mein Telefon endlich aus der Tasche gekramt habe, fühle ich mich nicht wirklich länger so, als ob ich diesen Anruf wirklich machen möchte. Stattdessen sende ich ihm eine E-Mail, als ich auf dem Weg zurück ins Laboratorium bin. Er antwortet mit dem Ort, an dem er gerade ist. Okay. Er ist also in einem Maid-Café. May Queen and Nyan, hoch 2. Hallo Ryan, herzlich willkommen zu Steinsgate. Wir befinden uns hier gerade auf einer sehr mysteriösen Zeitreise. Daru geht wirklich sehr oft dahin. Wie es scheint, gibt es 3D-Katzen-Bedienungen, die auch zu seinen Vorlieben gehören. McQueen and Nyan Zu ist nur etwa 3 Minuten Laufweg vom Laboratorium entfernt. Wenn du von Kuramaibashi Dori kommst, nimm einfach den linken Weg an der Tsuma Koisaka Kreuzung und du wirst es finden. Na Ryan, wie geht's dir? Ich werde jetzt dorthin gehen. Normalerweise ist es wirklich sehr überfüllt in Akiba während der Sommerferien, aber heute ist es noch viel, viel mehr los als sonst wegen dem radikalen Vorfall, den wir vorhin hatten. Die ganze Area wurde ja gestern abgesperrt, aber es sieht nicht so aus, als ob man die Hauptstraße für mehr als 2 Tage wirklich geschlossen halten kann. Ich habe heute nicht einen einzigen Polizeimenschen gesehen. Oh. Ja, dann ruh dich mal schön aus, Ryan, und kannst hier ein bisschen entspannen und mit eruieren, was hier gerade wirklich passiert. Podcast. Das Radikan scheint aber immer noch abgesperrt zu sein. Die Eingangsdinger sind runtergelassen und alles ist mit gelbem Polizeiband
verschlossen. Ihr solltet aufhören mit diesem Quatsch. Wir befinden uns hier in Akihabara, an dem Tag nach dem unerklärlichen Satellitencrash. Die Polizei hat die Barrikaden aufgehoben und eine wirklich riesige Menschenmasse hat sich hier vor der Station eingefunden. Wo der Satellit hergekommen ist, wird immer noch untersucht. Uns wurde gesagt, dass er nicht entfernt werden kann, bevor die Oberen mehr Informationen eingesammelt haben. 爆発などの危険は今のところないということですが、秋葉原を訪れた買い物客や地元商店街の関係者からは不安の声が上がっています。 Polizei hat Angaben oder laut Angaben der Polizei scheint der Satellit nicht gefährlich zu sein. Wie dem auch sei, Touristen und die lokalen Shop-Eigner Shopbesitzer haben doch ja ihren Unmut und so weiter geäußert. Unmut war es nicht. Die ganze Medialandschaft hat ganz viele Kameras neben der Polizeilinie aufgestellt. Es gibt ungefähr mehr als doppelt so viele Leute, die sich das anschauen als Reporter. Genug, um die ganze Straße mit Menschen zu füllen. Jeder hält seine Handykameras Richtung Satellit. So viele Leute. Wenn du in Akiba lebst, gewöhnst du dich eigentlich recht schnell an diese großen Menschenmassen und großen Events, aber solche riesigen Menschenmassen, das ist wirklich ungewöhnlich. Schau, das hier, ja, danke. Ich frage mich, wann sie dieses komische Ding endlich entfernen. Ich hoffe, das explodiert nicht oder ähnliches. Sie haben damit angefangen, Leute wieder in dieses Gebiet zu lassen. Also denke ich, es gibt keine wirkliche Gefahr. Dennoch, dafür, dass es ein unbekanntes Objekt ist oder man nicht weiß, woher das kommt, bin ich doch überrascht, dass es nicht mehr Sicherheit hier gibt. Heute, genau wie sonst auch, shoppen die ganzen Otakus shoppen die ihre komischen Doujinshis, also so kleine Pornoheftchen mit gezeichnete Pornoheftchen, würde ich jetzt sagen. Importierte Spiele, Elektronik oder was auch immer die sonst kaufen wollen. Also das scheint alles normal zu sein. Natürlich, abseits der Szene vom Radikan ist alles wie ein normaler anderer Tag auch. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich gestern gesehen habe. Ich habe jetzt mittlerweile fast schon akzeptiert, dass das Verschwinden der Menschenmassen gestern nur in meinem Kopf vonstatten gegangen ist. Vielleicht kann ich wirklich nicht mehr unterscheiden, was Wahrheit und was Fantasie ist. Genau wie, wie die Presse mal über die ganzen Teenager von heute berichtet. Mit diesem Gedanken im Kopf wende ich meinen Blick wieder auf die Straße. Dort, direkt vor mir, steht eine Frau, die ihr
Telefon genau vor ihr Gesicht hält. Sie hat ein Foto gemacht. Das Telefon war eindeutig auf mich gerichtet. Ich habe versucht, mein Gesicht zu verdecken, aber ich war einfach nicht schnell genug. Ich drehe mich um, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie nicht vielleicht doch auf irgendjemanden, dass sie das Foto nicht auf irgendjemanden direkt hinter mir gerichtet hat, aber scheint nicht der Fall zu sein. Docker, wer weiß. Würde mich nicht wundern bei dem Spiel hier. Sie starrt immer noch auf ihr Phone, Telefon. Ohne mich auch nur anzuschauen, dreht sie sich um und zeigt mit ihrem Telefon auf andere Dings hier. Oh, komme ich nie auf den Namen. Leute, die da rumlaufen und einkaufen halt. Fußgänger, Mensch. Richtet, genau. Vielleicht macht sie einfach nur Fotos von allen Leuten, die da gerade rumlaufen und nicht nur von mir. Dennoch, ich muss, glaube ich, mal mit ihr sprechen. Die Organisation ist schließlich hinter mir her, also kann ich nicht riskieren, dass das Foto von mir veröffentlicht wird. Wait! warte! Okay, die wirklich sehr viele ordentliche Laute von sich. Sie dreht sich nicht mal um. Sie ist so in ihrer Fotografie gefangen, dass sie mich nicht mal wahrnimmt? Oder hat sie nicht mein wirklich fabulöses eingeborenen Englisch-Level-Dings da verstanden? Also mein Top-Englisch. Hey, du mit der Kamera, Telefon, Dings. Warte, bitte, warte. Sie dreht sich um. Endlich bemerkt sie mich. Und natürlich dreht sich ihr Telefon auch in meine Richtung. Hey, keine Fotos. Gehörst du etwa zur Organisation? Wow, die ist wirklich sehr gesprächig, die Alte. Sie ignoriert meine Beschwerden einfach komplett. Und guckt danach einfach weiter auf ihr Telefon. Antworte meine Frage. Gehörst du zur Organisation? Wenn sie es wirklich ist, sollte ich vielleicht bestimmte Maßnahmen ergreifen. Passende Maßnahmen. Du. Nicht das. Wow. Wie dem auch sei, ich kann dich das Foto nicht behalten lassen. Die Organisation wird niemals aufhören, nach mir zu suchen. Und sie werden jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Du musst dieses Foto unbedingt sofort löschen. Hörst du mir überhaupt zu? Oh. Tut mir leid. Wow. Sie hat endlich gesprochen. Nur ein Flüstern, aber wenigstens etwas. Wenn ich dich erwurst habe. Sie neigt ihren Kopf ein wenig.
der Verbeugung. Oder zumindest denke ich, dass es eine Verbeugung ist. Sie hat eigentlich schon die ganze Zeit nach unten geschaut. So kannst du nicht wirklich erkennen, ob sie es mal ein Verbeugen ist. Bevor du dich entschuldigst, würde ich es wirklich toll finden, wenn du das Foto endlich löschen würdest. Ich habe ein Foto der Szenerie gemacht. Hallo Grinsekötzchen, ich habe auch noch nie ein Visual Novel gespielt. Normalerweise gibt's eigentlich auch irgendwann Entscheidungsmöglichkeiten, also wo man dann bestimmte Sachen sagen kann oder bestimmte Dinge tun kann, hatten wir bis jetzt noch nicht, aber eigentlich ist das normalerweise so. Und diese Entscheidungen, die man dann trifft, die beeinflussen dann das Spiel. Schauen wir mal, ob das noch passiert. Ihre Finger tanzen förmlich über das über die Telefonknöpfe mit einem wirklich mit einer wirklich erstaunlichen Geschwindigkeit. Es ist so ziemlich genau das Gegenteil zu ihrer wirklich nervig langsamen Art zu sprechen. Genau, ja. Manchmal kommen auch Videos dazwischen, aber im Endeffekt sind es meistens nur Bilder und mit Text dann halt. Szene? Bist du ein Tourist? Oder ist sie vielleicht eine der Personen, die hergekommen sind, um den Satelliten zu sehen? Wenn das der Fall ist, wieso hat sie ein Foto von mir gemacht? Sie schüttelt nur den Kopf, ohne mich anzuschauen. Das ist mein Beweis. Ein Beweis, wo ich heute war. Das ist wirklich eine komische Frau. Kiryu Moika. Kiryu Moika. Hm? Mein Name. Ich glaube, sie hat sich gerade vorgestellt. Das ist ja nett, aber eigentlich will ich nur, dass sie das verdammte Foto endlich löscht. Ich habe eine Frage für dich. Darf ich sie stellen? Könntest du bitte erstmal das Foto... Es gibt eine Legende in Akihabara. Hast du davon gehört? Wovon redet sie? Nein, kannst du mir nicht erzählen. Gibt es eine Legende über einen brillanten, aber durchaus verrückten Professor, der hier in Akihabara sein Unwesen treibt? Und nun ist dieser brillante, aber durchaus verrückte Professor das Ziel einer jeden Assassine in der Unterwelt. Verdammt. Ich bin schon viel zu lange in dieser Stadt geblieben. Ich muss Pläne machen, um hier zu verschwinden. Akihabara, du warst gar keine so schlechte Stadt. Ich bin froh, dass das Phantom Retro PC. Retro PC? Sie antwortet mit einem Nicken oder irgendwas, was so ähnlich ist wie ein Nicken. Sagen, es gibt hier einen in Akihabara. Ach so. Nichts über einen verrückten Professor. Ich bin erleichtert, aber gleichermaßen enttäuscht.
Wie dem auch sei, das ist das erste Mal, dass ich über einen Phantom-Retro-PC gehört habe. Ein Retro-PC? Meinst du sowas wie ein 98? Ja, willkommen zurück, Momo. Und da sind ein paar Bubis, da hast du recht. Gut erkannt. Das ist das Erste, was du gesehen hast. Das ist das erste Modell, das mir in den Sinn kommt. Aber sind 98er wirklich so hart zu finden? Oder so schwer zu finden? Sie schüttelt ganz leicht ihren Kopf. Oder irgendwas wie ihn schütteln. Win 89? Ja, wahrscheinlich. 98. Nein, ist hier. Sie zeigt mir ihr Telefon. Der Bildschirm zeigt einen wirklich komisch geformten Computer. Kann es nicht wirklich sagen, was es ist, denn das Foto ist ein wenig monochrom. Aber es sieht aus wie irgendwas wie irgendein PC. Sieht irgendwie vertraut aus. Hm, vielleicht hat ja Mr. Brown einen in seinem tollen Shop. IBM 5001. John Titor が手に入れようとした PC か? Das ist doch der Computer, den John Titor haben wollte oder versucht er zu bekommen. Finger zucken ein wenig. Glaube ich zumindest. Du hast schon mal einen gesehen? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe nur von dem Namen gehört. Zufall? Nein. Das könnte Wahl von Steins Gate sein. Kennst du eventuell jemanden, der davon wissen könnte? Das kann natürlich sein, Klasper, dass sie sozusagen mit uns auf einer Weltlinie jetzt mitgeritten ist und bei uns mitgelandet ist. Nicht so wie die ganzen anderen, die alle nichts mehr davon wissen. Daru weiß wahrscheinlich mehr darüber. Er ist mein Lieblingshelfer. Er ist der Superhacker, der sogar dazu in der Lage ist, beim MI6 sich einzuhacken. Der Teil mit dem MI6 ist vielleicht ein wenig übertrieben. Denn wenn das wirklich irgendwann mal passieren sollte, würden bestimmt irgendwelche Männer in Schwarz vorbeikommen und unsere Türen eintreten. Und uns natürlich mitnehmen. Aber der Superhacker-Teil ist natürlich wahr. Die Tiefe seines Wissens zum Thema Computern ist wirklich unübertroffen. Wo wir gerade über Daru reden. Ich sollte mich ja eigentlich mit ihm im May Queen plus Nian Zu treffen. Ich habe eigentlich keine Zeit hier mit irgendeiner verrückten Lady, die ich überhaupt gar nicht kenne, zu reden. Wie dem auch sei, ich verschwinde, Lady. Ja, Scrum? Das gucke ich mal, was das heißt. Während irgendwelcher Nachrichten die hohen an der die Öffentlichkeit wirklich sehr interessiert ist, schnappen sich Reporter manchmal irgendwelche Leute, die interessant sind und bombardieren die mit Fragen, die deren Leben betreffen. Ja, und warten sogar manchmal vor deren Häusern und campen dort, um die Fragen beantwortet zu bekommen. Diese Aktivitäten sind eine ziemliche Invasion der Privatsphäre und
können mentalen und emotionalen Stress verursachen. Okay. Oh, was ist jetzt passiert? Ich versuche einen lockeren Abgang zu machen, einen lockeren Spruch und alles, aber sie schnappt mich am Kragen, bevor ich in der Menschenmasse verschwinden kann. Was machst du da? Dir gib mir deine Mailadresse. Was versuchst du hier? Der Superhacker. Scheinbar will sie Darus Geschichte dazu hören. Ja, danke, dass du da warst, Grinsekürzchen. Viel Spaß beim Zocken. Mein Fehler, dass ich ihn, ja, sozusagen zum Thema gemacht habe. Naja, ich werde mich jetzt mit Daru treffen, also warum nehme ich sie nicht einfach mit? Nein, Moment. Das könnte eine hinterlistige Falle sein. Vielleicht ist sie in Wirklichkeit ein Spion, der gesendet wurde, um Daru zu kidnappen. Ohne ihn bin ich hilflos. Mein einziger anderer Partner? Verbündeter ist Mayuri. Deren einzige Skills eigentlich sind, das Kostümdesign sind. Niemals! Ich werde Daru niemals aufgeben. Ich schlüpfe an ihr vorbei und versuche schneller zu laufen. Drehe mich nochmal um. Sie folgt mir. Ich laufe noch schneller. Aber sie läuft mir immer noch hinterher. Hör auf, mir hinterher zu laufen! Ungefragt zeigt sie mir schon wieder ihr Telefon. Auf dem Bild sieht man, oder auf dem der Bildoberfläche sieht man das Foto, das sie von mir gemacht hat. Hast du sofort noch nicht gelöscht? Sag's mir, oder sag mir die Mailadresse und ich lösche es. Du wagst es. Für wen arbeitest du? Ich versuche sie beim Starren zu unterdrücken. Aber ihre Augen sind schon wieder nach unten gerichtet. Mein Starren ist ineffektiv. Sie wartet. Sie zögert einen Moment, so. Ich arbeite Teilzeit beim Arc Rewrite. Was ist das? Was denn noch? Eine Editorial-Kompanie hier in Akihabara, so. Eine dieser Firmen, die Artikel für Magazine schreibt. Ist diese komische Tante wirklich dazu in der Lage, diese Art von Arbeit zu verrichten? Momentchen mal, du
Du planst doch nicht etwa mein Bild ohne mein... ohne mein... ohne meine Erlaubnis zu posten, zu veröffentlichen, oder? Der verrückte Professor aus Akiba. Ja. Die Dings schon lesen. Ja, die Überschriften. Heute geht nichts mehr. Das ist alles die Organisation. Sie wollen ganz Akiba in einen See aus Blut verwandeln. Nein, ich muss um jeden Preis verhindern. Ich habe keine andere Wahl. Okay, ich akzeptiere es. Wie dem auch sei, oder... ja, ich habe... solange sie das Foto hat, habe ich keine Ahnung, wie es vielleicht benutzt werden könnte. Willkommen zurück, Kilion. Und schön, dass du es überlebt hast. Ich zeige ihm meine E-Mail-Adresse. Während sie zwischen meinem und ihrem Handy hin und her schaut, schreibt sie in einer unglaublichen Geschwindigkeit die Infos auf. Natürlich, diese Frau ist ein Esper. Ich glaube, Esper sind Leute, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Genau. Ich nenne ihre Fähigkeit den scheinenden Finger. Ihr magischer Daumen schreibt verfluchte E-Mails in einer Geschwindigkeit von 255 Charakteren pro Sekunde. Also Knöpfen, Buchstaben. Jeder, der eine bekommt, stirbt. Sie ist fertig damit, meine Adresse einzutippen. Es hat gerade mal 5 Sekunden gedauert. Mein Sohn war auch eine Esper. Ja. Hör auf zu spoilern, Chris. Das wissen doch nicht alle. Name? Hoinkyoma. Verrückter Professor. Schreibt man das? Das hat jeder wieder vergessen. Wir können ja mal das Steins Gate aufmachen und alles in eine andere Weltenlinie reinschaufeln, sodass keiner das mehr weiß. Oh Gott. Zuerst Ho für Phönix, dann In und ganz am Ende Kyoma, das so viel heißt wie schreckliche Wahrheit, die niemals aufgeklärt werden darf. An Mr. Wilson? Ey, das ist aber gemein. Bleib weg von unserer Mikrowelle. So, ist schon kaputt. Ich habe schon letzte Woche die Gelbananen hergestellt. Jo, macht's gut, Klasper. Danke, dass du da warst und bis nächste Woche wahrscheinlich. Also, oder vielleicht auch nachher im Chat. Ho für Phönix, dann ihn und dann ganz am Ende Kyoma, das so viel bedeutet wie schreckliche Wahrheit, die niemals offenbart werden darf, immer noch. Ich verstecke mich hinterm Rand, oh, sorry. Ja, mein Stuhl geht nicht so hoch. Ich wiederhole meine perfekte Erklärung. Das ist der Ursprung meines wahren Namens.
den Teil aus Hoenn zu erklären, würde viel zu lange dauern. Also habe ich ihn einfach weggelassen. Sie gibt meinen Namen ein, während ihr Kopf ein wenig schräg zur Seite lehnt. So ungefähr. Oh, Owing, Yoma. Was zum Teufel ist das? Verarschst du mich etwa? Oh. Okay, und mit dieser Verbeugung, die doch leicht, ja, wie wollen wir es nennen? Entschuldigend wirkt, denke ich mal, beenden wir es für heute. Oder wir gehen zumindest auf den Talk schon mal, den Mannheim an. So, meine Lieben. Wir haben es nämlich schon wieder 20 Uhr, also das bedeutet, dass die 2 Stunden für heute rum sind. Gleich haben wir noch für euch Tamara mit Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, da bleibt ja auch alles schön drin. Ja, ansonsten, also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einige neue Charaktere kennengelernt, sehr, sehr interessante. Ja. Was habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Ich denke, langsam geht's voran. Wir merken, dass wir wirklich in einer anderen Zeitschiene gelandet sind. Ich denke, es wird noch spannend. Ja, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen coole Musik mit auf den Weg in die Pause und dann, wie gesagt, Tamara und Chris mit Zelda. Also, ich wünsche euch sehr, 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 sehr viel Spaß da gleich mit. Ja. Und wir sehen uns im Chat, würde ich sagen, ne? Also, Gleuchi. Adios, amigos.